Servus und hallo, willkommen auf meinem Channel. Ich bin Abkratzer und ich habe eine neue App gefunden, die sehr genial ist und auch irgendwie witzig. Das erinnert ein wenig an Temple Run, aber ich erkläre erstmal ein wenig, worum es hier geht. Also man muss Bananen einsammeln und durch zwei Welten laufen. Zwei kleine Endgegner sind dabei und natürlich Punkte einsammeln. Ich stelle euch mal kurz das Menü vor. Hier unten haben wir unten links die Kostüme. Und die Figuren können natürlich jeweils was anderes. Der Unverbesserlichkeitsfaktor ist dafür da, dass addiert pro Meter auch und pro Banane natürlich euren Punktestand. Umso höher er ist, umso besser natürlich und umso schneller steigen eure Punkte später. Sagen wir hier, Gefrierstrahl erhöht das. Also hier haben wir die Figuren. Ist natürlich schweineteuer hier, man kann es natürlich auch kaufen, aber das können nur reiche Leute, ich kann es nicht. Und ich denke mal, der größte Teil von euch auch nicht. 550 Gold oder was das hier sein soll, also es ist unbezahlbar, wirklich. Aber, was bezahlbar ist, das ist die Anfängerfigur hier unten. Die hat man am Anfang. Er hier, den kann man ganz schnell kaufen oder ausrüsten dann auch gleich. Und das Baby kostet dann 20.000 Bananen und das kann man natürlich dann auch ganz schnell kaufen. Und der Rest hier hinten, wie gesagt, ist schweineteuer. Jetzt ist mein Akku leer, glaube ich ja nicht. Man muss Ziele erfüllen, am besten verbindet es mit Facebook. Und da sind sowas wie, wer der Erste an deiner Freundesliste und so weiter und so weiter. Umso mehr ihr hier erfüllt, umso höher steigt der Faktor und umso mehr Punkte könnt ihr später verdienen. Könnt ihr auch überspringen, aber braucht ihr gar nicht. Was haben wir hier? Trophäen. Man kann Trophäen sammeln und wenn man diese Trophäe erreicht hat, kann man sich dann das Gold freischalten. Was haben wir noch? Bei Optionen, was kaum einer weiß, bei Optionen ganz rechts gibt es Geschenke. Wenn man hier die richtigen Codes eingibt, kann man kleine Features freischalten, ein bisschen Bananen, ein bisschen Gold und auch sämtliche Features an Figur. Also es gibt 4-5 Sachen, die man freischalten kann, muss man sich ergoogeln. Ich habe die nicht im Kopf, ich weiß aber, dass es die gibt, weil ich sie freigeschalten habe vor einer Woche oder vor 2 Wochen, das ist schon zu lange her. Was gibt es noch? Der Shop. Gehen wir mal in den Shop hier oben rein. Da kann ich euch gleich mal zeigen, wie teuer sowas ist hier. Das ist ein bisschen, also Stapelmarken, also 2 Euro, das ist ja. Ja, was hat die Figur gekostet? 7.000 hat die eine Figur gekostet. Das sind 50 Euro, also ich weiß nicht, wo die leben. Bananen, dasselbe Spiel hier. Man kann auch gratis machen, wenn man unten auf gratis drückt, muss man sich ein Video reinziehen, was 30 Sekunden geht, und dann kriegt man einen gut geschrieben. Lohnt sich auch nicht wirklich. Aber wir wollen ja das Spielen nicht vergessen. So, jetzt spielen wir erstmal ganz schnell. Ich hoffe, ich kriege eine gescheite Runde hin. Eine kleine. Und dann seht ihr mal, wie es ist. Ich muss die Bananen einsammeln. Und wenn ich die kleinen Figuren links an der Seite oder rechts, wo sind sie? Mal gucken, ob wir mal einen haben. Jetzt kommt natürlich keiner. Also der Faktor ist oben links, das ist die 13. Und den erhöhe ich mit den Figuren hier. Ich muss die nur treffen. Also wenn ich... Zack. Und wenn ich einmal den Kreis voll habe, erhöhe ich den gleich auf 14. Schilder. Also hier kann man auch kleine Features einsammeln und auch tunen ein bisschen, das zeige ich gleich nochmal. Die Bananen ist dann die sogenannte Währung hier in dem Spiel. Der Multiplikator von den Bananen.
Hoffentlich kommt das Pferd. Das ist eine ganz geile Sache. Jetzt bin ich abgekracht. Komm, wir probieren das nochmal. Ich will das Pferd haben. Gibt es ein Pferd, da kann man Bananen einsammeln. Aber die Melodie, die da drin ist, die ist wirklich geil und genial. Also. Und man switcht dann praktisch zwischen der einen und der anderen Welt immer wieder hin und her. Ihr seht auch dann die Freunde, die ihr habt über Facebook, rechts, wenn ihr die überholt. Nehmen wir nochmal schnell das Schild. Das ist der Laserstrahl, der Eislaser. Damit kann man Sachen einfrieren und auch überrennen einfach. Das ist eine kleine Bonuswelt hier. So ein kleiner Bonusraum, die Disco. Sammelt man nur Bananen ein. Der XXL-Faktor macht euch größer. Umso mehr jetzt zertrampelt, umso höher geht der Faktor. Immer noch kein Pferd in Sicht. Jetzt kommen wir in die andere Welt. Verkackt. Jetzt belebe ich mal wieder. Wir brauchen das Pferd. Nein, kriegen wir nicht. Ist auch egal, der Vorführeffekt. Ladet euch das Spiel selber und dann seht ihr das. Wir wollen nochmal in den Shop schnell reingehen. Und hier kann ich dann die Sachen tunen. Oben, ich habe 56.000 Bananen. Da kann ich dann hier einen Bananenspalter, das ist der Multiplikator für die Bananen, mal 2, 16 Sekunden, wie auch immer. Hier ist das Plüschpferd. Also das allein dafür solltet ihr die App einfach mal laden. Ist ja kostenlos und macht mega Spaß. Also auch ohne Geld einzusetzen, macht es wirklich Spaß. Und ja, battelt euch ein bisschen mit euren Freunden. Das war's eigentlich schon von der App. Im Großen und Ganzen. Macht die eigentlich gar nichts weiter. Also es ist wie so ein bisschen Temple Run. Und hier unten habe ich ja Ziele. Jetzt kann ich das gerade mal zeigen. Das hier kann ich jetzt einfordern. Neuer Versuch. Und dann kriege ich die 10 oben gut geschrieben. Mehr habe ich nicht. Also das war's schon mit der App. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte abonniert mich. Ich stelle natürlich immer wieder neue Apps vor und würde mich freuen, wenn ihr auch einen Daumen nach oben macht. In diesem Sinne, haut da rein.